Ich verstehe. Wartet, Mädels. Warum suchen wir nach ihnen? Es gibt einen neuen Basketballspieler. Wir müssen Nastia mit ihm bekannt machen. Es soll funken. Diana, hör auf damit. Nastia, nein, nicht aufhören. Mädels, lasst uns gehen. Die Frösche sind da. Hey, Pizza. Eis, Kakao für uns. Gleich, ihr seid okay, direkt gleich. Nach den Fröschen dran. Habt ihr Bunnies gehört? Nach den Fröschen. Danke, Pizza, Eis. Es gibt einen neuen Basketballspieler, richtig? Mit wem wird er sich treffen? Ja. Das geht euch gar nichts an, Frösche. Mädels, ich bin es leid, nach den Basketballspielern zu suchen. Ist es möglich, dass es einfach mit der Zeit passiert? Hör zu, Nastia. Nein. Für wen habe ich mir einen Kerl gewünscht? Für dich? Das wird nicht von selbst passieren. Wir müssen sie finden. Rührt meinen George nicht an. Er wird mir gehören. Nach Neujahr werdet ihr sehen, dass er mir gehören wird. Verstanden? Mädchen, das war eine sehr schlechte Idee. Mädels, meine Nase fällt gleich ab. Meine Beine sind kurz davor abzufallen. Mädels, ich habe euch gesagt, dass es keine gute Idee ist, nach den Basketballspielern zu suchen. Also mir ist nicht kalt. Vielleicht verstecken sich die Basketballer vor euch. Vielleicht haben die genug von euch. Maskottchen, halt die Klappe. Maskottchen, du nervst sogar mich gerade. Dir ist warm in diesem coolen Outfit, oder? Mädels, was machen wir jetzt? Wisst ihr, Mädels, ich habe gemerkt, dass das eine schlechte Idee war. Wir lassen diesen Johnny. Er ignoriert uns. Es scheint so, als ob, ja... Verdammt, wo sind denn die Basketballer? Nein, Mädels, wir werden die Idee nicht aufgeben. Dieser Typ wurde dir vom Himmel geschickt, Nastia. Und das ist mein Neujahrswunsch für dich. Ich weiß, was zu tun ist. Nein, Mädels, wir werden die Idee nicht aufgeben. Na gut, Nastia. Dann lass uns den romantischen Brief schreiben, okay? Ja, Diana, ich vertraue dir wirklich. Nastia, was ist los? Du bist doch in ihn verliebt. Maya, ich bin nicht verliebt. Ich mag ihn einfach. Aber ich werde nicht den ersten Schritt machen. Ich bin doch ein Mädchen. Vielleicht hat er nur Angst, den ersten Schritt zu machen und wartet darauf, dass du ihn machst. Also gut, Mädels, schreiben wir den Brief. Und Nastia, du suchst dir die Aufkleber aus, die wir für den Brief deines zukünftigen Freundes verwenden. Diana, schreib das. Hallo, mein Traumjunge. Was? Maya, du bist so altmodisch. Was? Ich bin nicht altmodisch. Ich bin romantisch. Nein, Mädels, ich weiß, was ich schreibe.